So was, das ist doch eine geile Hütte, Leute. Guckt euch doch mal die Hütte an. Wer will denn hier nicht drinnen wohnen? Na, oben zieht es ein bisschen Luft rein. Aktuell sehr, sehr gut. Na, guck mal. Nur, wenn man springt, guckt man nur rein. Ansonsten, ne? Und finde ich eigentlich echt gut. So, das ist alles offen. Wir leben in einer offenen Welt. Und ich will mein Dorf, dass es ein offenes Dorf wird. Weißt du, ohne Verklemmung, ohne irgendwie Verheimlichtuerei oder Geheimnistuerei oder ihr wisst, ne? Das läuft, das läuft. So, wir müssen aber jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt mal schnell das Feuer eventuell entzünden, ne? Wir können nicht mal gucken. Das Technologieschema ist nicht freigeschaltet. Ich habe Knastboy. Weil jetzt kann ich nichts futtern. So, was sind das? Das ist meine LP, das rote? Wahrscheinlich, ne? Leben. Sollte ich da vielleicht mal... Belüftungskonzept ist vorhanden. Das Haus entspricht den Corona-Hygienisch. Ja! Ich denke mit, Leute. Ich denke mit. Wie gesagt, hier könnt ihr euren Partner schnell knicki-knacki machen, aber allerdings mit Mundschutz. Und dann schlaft ihr wieder getrennt. Ist alles super bedacht. Finde ich gut. Bin da auch offen. Und ich bin auch für Wünsche, wie gesagt, zweistöckige aus Marmor. Aber ich bin dran. Ich gebe mein Bestes. So, wir haben jetzt mal einen Talentpunkt, was wir noch ausgeben können. So, Kenntnisse der Gewinnung. Mehr Fertigkeitspunkt aus Abbauaktivitäten. Ich kann heute nicht mehr lesen. Konnte ich heute noch nie. Prozent schnelleres Hocken. Prozent schneller beim Abbau und Graben. Naturgewalt. Das können wir eh noch nicht machen. Abbau und Graben. Wir nehmen das. Die Musik ist wieder weg. Und die Musik ist wieder da. Julio, wir haben gehört. So, Kapitel 2. Ein Überlebenskünstler. Stelle eine Falle, Hasenfalle auf. Falle, Hasenfalle. Hölzerner Speer, Steinmesser, Jagd auf ein wildes Tier. Überlebe eine Jahreszeit. Das ist alles kein Thema für Crafterin Yoshi. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Pass mal auf. Fähigkeiten. So, wir haben jetzt das gemacht. Journal. Wir müssen jetzt eine Falle, Hasenfalle bauen. Craften. Steinhäutungsmesser. Alter, ich will keine Tiere häuten. Oh. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Stein. Würde ich sagen, wir machen uns erstmal auf die Suche nach einem Stein. So war das halt früher. Ja, ich weiß. Ich wusste das ja auch, dass ich mich auf so eine Scheiße hier einlasse. Warte mal, wir gucken erstmal, ob wir eine Steinaxt kriegen. Craften. Craften. Steinholz, eine Speer. Hölzerne Hacke, das brauche ich gar nicht. Steinaxt? Nee, nee, ich brauche aber hier ein... ihr wisst, was ich brauche? Was brauche ich denn gleich? Spitzhacke. Hölzernes Speer, das kann ich aber schon mal machen. Geht ruckzuck so, ne? Easy peasy. Jetzt haben wir schon mal eine Hasenfalle. Du kannst auch Tiere morgen, wenn du sie nicht häuten möchtest. Du kannst auch Tiere morgen, wenn du sie nicht häuten... Ach, Sonani, ey, das ist schon wieder... Oh. Oh, hier liegen ja hardcore viele Steine rum. Im Steinhimmel. Sonali, ey, das ist schon wieder. So, weiteres. Fallen. Eine Hasenfalle. Stellen wir jetzt mal hier so einen Busch rein. Deaktivieren. Hier müssen wir jetzt noch was hier reinlegen.
Jagd auf ein wildes Tier. Wir müssen jetzt wahrscheinlich warten, bis der Hase kommt. In der Zeit können wir uns eigentlich schon mal kurz auf die Suche nach diesen lilanen Dingern machen, die angeblich... Ja, aber irgendwas mit Johanniskraut oder so. Stand, glaube ich, gerade hier. Breitwegerisch oder so. Nehmen das mit. Johanniskraut. Ich glaube, wenn man sich mit Johanniskraut einschmiert, wirst du, glaube ich, wieder clean. Wissen. LP. Wenn du durch einen Sturz oder... Kannst du dich selbst heilen, indem du laubwegerisch isst. Er kann im Gras gefunden werden. Okay. Aber ich habe, glaube ich, gar keinen Doch, es hat geholfen. Es hat geholfen. Ich habe gar keinen Bock, das Tier zu töten, ey. Aber ich muss da irgendein Futter da auch so reinlegen, oder? So, oder kommt da das Vieh nicht rein? Wenn der Witz mal wieder länger... Ja, so Nani. Ich würde einen Köder reinlegen. Ja, ich weiß, aber hab halt nichts. Hab halt nichts da tatsächlich. Journal. Wissen. Jetzt ist die Musik wieder weg. Immer wenn ich im Journal Wissen bin, ist die Musik weg. Dieser zuerst fragende und dann entsetzte Blick. Ja, aber ich halt dachte, was will er jetzt von mir? Und dann fiel es mir ein. Ganz wilde Tiere mit verschiedenen Waffen, sowohl im Nah- als auch im Fernkampf jagen. Zu den Fernkampfern gehören Bögen und Speere. Mit beides muss gezielt werden. Dies geschieht durch Halten der rechten Maustaste zum Zoomen und Zielen. Um zu schießen oder zu werfen, klicke mit der linken Maustaste. Okay, gut. Also, wir lassen einfach mal die Hasenfalle sein. Ich bin ja nicht böse, wenn da kein Tier reingeht. Aber was wir tun, wir werden mit dem hölzernen Speer auf die 3 legen. Werden wir jetzt jagen gehen. Okay, mit links dann zielen. Dafür mache ich schlechte Witze. Das stimmt, das finde ich immer sehr, sehr gut. So, wir kuddeln nochmal schnell einen Schluck. Ich wollte eigentlich trinken und nicht... So. Gucken wir mal, wie es abgeht. Da hinten ist ein Hirsch. Hirsch mich an. Jägerin Yoshi ist ein Schlüssel. Ach Gott. Oh, ist eigentlich nicht so ein Game für mich, ne? So Tiere töten, ich würde lieber verhungern. Oh! Vom Reh überfahren! Hey! Was habe ich denn jetzt angegriffen, das? Boah! Hier geht's ja richtig zum Umringen. Ganz schön flott. Ich pirsch mich wieder an. Guck doch mal, wie schnell das ist. Das ist doch nicht normal.
Und damit herzlich willkommen in der bekloppten Show. Heute ist Saga Juju Lange. Es gemein. Treibjagd 1, 2, 1, 2. Feuer. Ich will das andere Vieh haben. Oh, fett in den Anus gerammt. Nein! Der rennt mit meinem Speer weg! Warte mal. Hey! Ein Fuchs! Der rennt mit meinem Speer rum! Gar nicht. Mein Speer ist kaputt, oder? Ja, mein Speer ist kaputt. Super. Und ihn? Macht er auch mal was? Hey, hallo, hallöchen, Mr. Sanders. Schön, Sie hier zu sehen. Jetzt. Heute. Mr. Sanders, ja, wie geht's dir? Du hast das Ding mit einem Speer beworfen, da würde ich auch so schnell es geht rumrennen. Das sieht aber aus wie bei einem Klopf, ne? Und so, wir haben unser erstes Tier gehäutet. Ich schäme mich zutiefst. Aber was muss, das muss, ne, ihr Lieben? Ihr wisst. Wenn Ara mit einzieht, der braucht ein ordentliches Reh. Ah, da kann ich ihn ja nicht mit anderem Zeug kommen. Wer meine Mieter glücken. So. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück und gucken mal. Erstens, das Spiel ist broken. Zweitens, du hast gerade jedes Reh im ganzen Mittelalter einmal angesperrt. Was will ich mit einem Reh? Ich will rothaarige Jungfrau. Ach, okay, ich besorge eine rothaarige Jungfrau. Muss ich mal gucken, aber ich habe vorhin schon eine Jungfrau angequatscht, die war sehr pampig. War das nicht auch mal dieses andere Jägerspiel, das mindestens genauso spannend ist? Ja, das stimmt. Ah, so ungefähr. Ein Reh hat rote Haare. Das stimmt. Das stimmt auch. So, wir gehen jetzt zu unserer Hütte zurück. Nein. Oh, lol. Guck mal, wie das wird. Mr. Sanders, wie geht's dir denn? Erzähl mal, was macht denn das Leben? Spielst du noch Hand? Moini. Kann ich das jetzt machen? Kochen? Ich habe das immer noch nicht freigeschaltet. Oh, leck mich daran. Technologie. Was muss ich denn jetzt? Technologie. Oh. Die Gebäudetechnologie bezieht sich auf Gebäude, die mit der Gewinnung grundlegender Bau- und Handwerksressourcen und deren Lagerung zusammenhängen. Diese Technologie wird durch Aktivitäten entwickelt. Bäume fällen, Gas, Gestein abbauen, Schürfen von Ton, Fertigstellung der Gebäudekonstruktion. Gut. Gut, danke. Na klar, selber. Uns geht's auch sehr gut. Hand spielen wir eher weniger. Ich bin immer noch bei Valorant und gerade bei dem Game und Vio spielt Genshin aktuell. Na gut, aber kann ich draußen zünden das Feuer? So, wupp. Kochen. Jetzt können wir aber Fleisch braten. Das ist natürlich cool. Mach's jetzt einfach mal. Ich glaube aber nicht, dass es so lange halten wird. Würdest du dich auch alleine in die Sümpfe von Louis Hentner trauen? Why not, ne? Ich meine, ich bin Crafterin Yoshi. Trock alles. Bratenes Fleisch. Oh,
Boah, lol. Guck mal, wie viel du da essen musst. Ja, nicht mal ansatzweise hoch. Eingekraftete Nahrungsressource stellt eine größere Menge Nahrung als rohes Fleisch wieder her. Sie kann am Lagerfeuer oder auf dem Rost ausruhen. Ja, es tut ja aber nicht. Ne, macht er ja nicht. Lol. Was denn? Ja, echt Spillo hier, was die haben. So, und dann müssen wir mal gucken. Wenn wir vorhin gar nicht. Das gar nicht mehr. Dieses komische Kraut. Birkenzweige. Johanniskraut. Johanniskraut. Ahornzweige. Achso, das muss ich. Ach, nicht drüber. Stichwort Essen. Ja, mach mir mal einen Salat klar. Bis vielleicht später. Alles klar, lass dir deinen Salat schmecken. Bis später eventuell. Gut, würde ich sagen, gehen wir mal ratzen, oder? So, warte mal, wir gehen mal schnell zum Kanickelstall. Nichts drin. Ich weiß halt nicht so richtig. Ich kann da halt nichts reinlegen. Das ist ja das Problem. Ach, wir sind nur schon wieder voll wie. Alles ausge. Ja. Ohne auswählen. Eine unausgereifte Frucht. Wenn sie gegessen wird, kann sie Vergiftungen verursachen. Sie kann als Färbemittel verwendet und im Frühjahr von Sträuchern in den Wäldern gesammelt werden. Bye bye. Bye bye. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ratzen. Ach, wir können jetzt in 17 Sekunden ratzen gehen. Okay, dann machen wir halt nochmal mal das Leder rein. Wupp. Und, ach, warte mal, die Quest. Wolltet denn der Ene für eine Quest haben? Ich hätte einen Apfel reingelegt. Es ging ja nicht. Du konntest ja nichts reinlegen. Du konntest nur die Falle deaktivieren, oder? Oder? Ja, oder stand da irgendwas bei dem Apfel? Ich glaube nicht. Tim. Neue Axt. Lieferung Bill. Einmal Steinaxt. Okay. Rote Betesamen, Zwiebelsamen. Ja, was soll ich denn das herholen? Ich habe keine Samen. Aber die Steinaxt können wir anfertigen und haben ja schon mal eine Quest. Craften. Steinaxt, ne? So, dann können wir das dem Dude bringen und dann haben wir nämlich schon wieder. Haben wir nämlich schon was gerockt. Aber zwar ewig müssen wir wieder. Der Stein sicher dekorieren und nicht deaktivieren. Stimmt. Den Kanickelstall dekorieren. So, wer wollte denn jetzt hier? Ach, stimmt, der Sportboy. Ich glaube, der Sportboy wollte die Axt. Moini. Hier ist die Axt, die du wolltest. Ich danke dir vielmals. Von früher kenne ich ein paar Crafting-Rezepte und ich werde sie dir zeigen. Vielen Dank, Malle tu Malle. Bombastisch! Oder es sieht aus wie meine Hütte. Hallo, es liegen alle schon im Neste. Es ist ein peinliches Verhalten hier mit den Leuten, ey. Na gut, dann gehen wir jetzt zuerst mal ins Neste schlappen. Kann ich nie mitnehmen. Nee, leider nicht.
Ist aber echt doof, ne? Du hast jetzt, du zerlegst ein Reh und wirst von dem kompletten Reh nicht mal ansatzweise satt. Nicht mal im Müh. Oder die Anzeige ist falsch. Es kann natürlich auch sein, dass das die Anzeige noch nicht ganz so perfekt ist. Und Mucke wieder weg. Geil. So, wir gehen erstmal schlafen. Mann, mit der Tochter im Ehebett und die Frau im Einzelding, ne? So wie es. Machen. So, neuer Tag. Ja, noch die. Kannst du mal gucken, ob die noch gut sind? Mit Pfeffer bestreuen. Dann schmeißt du die weg. So, ein neuer Tag. Neues Glück. Gehen wir zum Hasenstall. Ablegen vielleicht. Und was sagt deine Hasenfalle? Da ist leider nichts drin. Mal unreife Bären reinlegen. Oh, guck mal, ich habe Bärnitz reingeschmissen. Mal gucken. Mal gucken, ob der Hase drauf anspringt. Weil was anderes habe ich leider nie, was Hasen fressen könnten. Roggenfleisch fressen sie nie, Speisemuscheln fressen sie nie, Johanniskraut. Ich jetzt so nie. Deswegen, wir gehen nochmal ins Dorf. Ich bin nur nicht böse, wenn der Hase dort nie reinschlappt, denn ich will ihn nicht töten. Da ist mein Herz too big for this. So, gucken wir mal, ob wir noch andere Missionen haben. Jemand noch was will von uns? So. Okay. Hey, hast du einen Moment, wie ist es dir in der letzten Zeit ergangen? Was für ein Tag! Ja, Herz zu big, aber haut dem Reh vom Sperren. Ja, was soll ich denn tun? Ich musste es ja dann töten, weil das Reh war ja dann schon angegriffen und verletzt und da musste ich mich ja irgendwie. Wie ist es dir in der letzten Zeit gegangen? Mir geht es gut. Was ist mit dir? Darauf kann ich nicht antworten. Okay, tschüss. Gut, Ara, vielleicht finden wir ja eine for you. Der Olga. Guck mal, das ist die Olga. Wie so hübsch die rothaarig? Nee. Oini. Geh weg. So, warte mal. Wir müssen jetzt aber mal gucken, ob wir. Bist du was von mir? Kann ich dir bei etwas helfen? Wilburga. Und was mit den zwei anderen Rehen, die du mit dem Speer getroffen hast? Es war ein und dasselbe Reh. So langsam glaube ich wirklich, dass Vajo das Fergel in der SOT doch nicht erschossen hat. Oh ja, doch. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Eindeutig hat er das Schweinchen gekillt, was mir heute noch sehr im Herzen wehtut. Ich brauche die Hilfe eines starken Mannes. Ich werde dafür bezahlen. Betrachte mich als interessiert. Ich muss meine Familie ernähren, aber die Lebensmittel sind verschwunden. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Das sollte nicht schwer sein. Ich bin gleich wieder da, du geile Sau. Sehe ich aus wie ein Metzger? Ich will nicht nach Fleisch stinken. Vielleicht können wir ja dann mal drauf. So, Münder zu füttern. Machen wir erstmal die Quest. Die Musik macht mich irre, ne? Es kommt immer kurze so Menümusik. Dann ist die Musik auf einmal weg. Dann kommt bloß nur so Windesrauschen. Dann ist die Musik wieder da. So, Journal, Nebenquest, Münder zu füttern, liefern bis Wilburga. Viermal Fleisch. Gut, ab in die Jagd. Gehen wir es nochmal hier hin.
Also ne, ich habe jetzt keine Lust so an sich. Ich sage ja, dass Sushi war. Ich war es nicht. So eine Frechheit, dass du das behauptest. Ich bin draußen auf dem Felde, ist der Action ab. Ah, will jemand was von mir? Moini. So, Olaf. Hey, hast du einen Moment Zeit? Entschuldigung, meine Mutter hat mir gesagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Was bist du, 12? Shut up. Hey, hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Die ist klar interessiert. Schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht? Ja, es ist ziemlich warm. Das gefällt mir. Wisst ihr? Oh, die neue Agentin. Ja, die ist echt cool. Ehefrau. 18 Jahre Ehefrau. Eine Ehefrau ist notwendig, um das Überleben deiner Dynastie zu sichern. Dank ihr wirst du einen Erben haben, der, wenn er das richtige Alter erreicht hat, deine Geschichte fortsetzt, den Ruf der Dynastie verbessern und das Dorf entwickeln wird. Deine Frau kann dir auch helfen, deine Talente zu überdenken und deine Wunden zu heilen. Denk dran, dich nicht nur um dich selbst, sondern auch um deine ganze Familie zu kümmern. Wenn deine Frau mit deinen Handlungen sehr unzufrieden ist, zum Beispiel wenn sie lange Zeit keine Unterkunft, kein Essen oder die Möglichkeit hat, sich im Winter zu wärmen, kann sie dich verlassen und den Erben mitnehmen. Aber Ara, ich wusste halt nicht, dass die Punkte, die du sammelst, für den Agenten zum Beispiel, dass du die speichern kannst. Ich dachte, wenn ich die Punkte oder wenn ich keinen Agenten levele, dass da die Punkte halt weg sind. Deswegen habe ich halt in letzter Zeit auch nicht gesammelt, sonst hätte ich ja gesammelt, ich Fuchs. Aber ich wusste nicht, dass das geht. Also wir können direkt die 18-Jährige nehmen. Ich meine, wenn das Game das so will, nehmen wir die, obwohl Melly ist keine Rothorsche, Ara, ne? Auch eine Rothaarige. Wir kriegen die Rothaarige noch. Moini. Hallo, mein Name ist Rakimir. Hallo, ich bin Alvin. Ich kenne dich nicht. Bist du neu hier? Ich kam aus dem Süden hierher. Ich bin auf der Suche nach einem Ort für mich, wo ich ein neues Leben beginnen kann. Nun, viel Glück. Jeden Tag bearbeite ich Felder. Tatsächlich mache ich jeden Tag dasselbe. Ja, für Lea. Langweilt dich das nicht? Wenn ich du wäre, würde ich vor Langeweile sterben. Natürlich langweilt es mich. Wie lange kann man im Leben immer wieder dasselbe tun? Aber die Familie braucht meine Hilfe und ich gebe mein Bestes. Habe ich dich beleidigt? Entschuldige. Es ist in Ordnung. Obendrein ist der Griff meiner verdammten Sense gebrochen. Jetzt dauert die Ernte noch länger. Ich glaube, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ich bin bald zurück. Alvins Geschichte. Alvins Geschichte. Wir haben eine neue Quest. Oh, Story Mode. Ich traf Alvin. Er arbeitet den ganzen Tag auf dem Feld und ich weiß, wie langweilig es werden kann. Er ist auch frustriert, weil seine Sense zerbrochen ist. Aber ich glaube, ich kann ihm da helfen. Liefer bis ein Stock. Ich glaube, ich habe mich gut eingelebt. Das Leben ist gut hier. Der Boden ist rein und fruchtbar. Vielleicht ist es an der Zeit, zu Unigos zu gehen und über meine Zukunft hier zu sprechen. Vielleicht hat er etwas Arbeit für mich. Ja, Arbeit, 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 Schmarbeit braucht man nie. Alvin! Machst du Witze? Wie soll ich das benutzen, Alter? Gib mir die Sense, ich zeig dir, wie man das macht. Okay, du hast mich überrascht. Bist du eine Art Handwerker? Wie hast du gewusst, wie man das macht? Ich weiß, wie man einige einfache Dinge erstellt. Wir lernen jeden Tag etwas Neues, nicht wahr? Vielleicht. Ich bin ein Landwirt, wie mein Vater, und ich kenne es sonst nicht viel. Man weiß nie, wann sich etwas in deinem Leben als nützlich erweist. Jedenfalls, danke für deine Hilfe. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Sicher, der Roggen schneidet sich nicht von selbst. Bis nachher. Ja, tschüss. Ende des Dialogs. Verlinkt. 17, 18, 19. Schon krass. So. Warte auf den nächsten Tag. Gut, okay, wir müssen dann nochmal zu Unigos, aber wir müssen nochmal schnell in Rekeln, weil das Sexy Girl Futter braucht. Ara, würdest du als rothaarig auch so leicht Orangeton akzeptieren oder willst du so knalliges Rot? So. Ach,
lol, meine Axt ist zerrammelt. Oh. Ich weiß immer noch nie, wie man eine Axt, eine Sperni hier inne. Guck mal, da kann ich eine neue Tasche machen. Stöhl, hab das dreimal Leder dort reingeflackt. Leder nehmen. Stein? Stein? Stein. Craften? Eine Steinaxt. Perfekt. Wir können eine Steinaxt craften. So.